Guten Morgen, liebe Delegierte. Michael Link, 52 Jahre aus Baden-Württemberg. Ich trete für zwei Gründe hier an, die mich in meinem politischen Weg schon immer fast beschäftigt haben. Die Finanzen als Schatzmeister meines Landesverbandes Baden-Württemberg stehe ich vor Ihnen und für eine liberale Außenpolitik, für die ich leidenschaftlich kämpfe. Als Schatzmeister meines Landesverbandes bin ich froh, dass wir gemeinsam als Gesamtpartei mit einer starken Landtagsfraktion unter Hans-Uli Rücke nächstes Jahr antreten in Baden-Württemberg, um die Staffel weiterzutragen nach Hamburg und Bremen für ein starkes Ergebnis gemeinsam mit Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Und ich trete an für eine engagierte, wertegeleitete liberale Außenpolitik. Und ich möchte Ihnen danken, dass Sie gestern im Alex-Müller-Verfahren den Antrag Neue Ostpolitik nach vorne gewählt haben. Es ist ein Teamwork unseres Bundesfachausschusses Internationale Politik, ein starker Antrag. Wir werden ihn ja vermutlich morgen dann diskutieren. Es ist mir deshalb wichtig, weil ich in meiner beruflichen Funktion als Direktor für Menschenrechte und Wahlbeobachtungen der OSZE, wo wir alle Wahlbeobachtungen im OSZE-Raum kontrollieren, zuletzt Ukraine, bald die Türkei, ist es mir wichtig, dass wir beim Thema Menschenrechte als FDP eine ganz klare Spur halten. Vor allem dann, wenn wir aus der Bundesregierung immer wieder, manchmal im Einzelfall, aber auch manchmal als eine kleine durchsehbare Linie, eben nicht die nötigen deutlichen Worte hören, in bestimmten Fällen, wie zuletzt wieder geschehen bei den Wahlen in Usbekistan oder bei anderen. Es geht bei den Menschenrechten gerade auch im Verhältnis darum mit Russland, dass wir die universelle Geltung und Durchsetzbarkeit der Menschenrechte im Auge behalten. Kein Werterelativismus, nicht mit den Freien Demokraten. Dafür trete ich an, bitte um Ihre Stimme. Und da in der Kürze die Würze liegt und wir viele Redner haben, mache ich es kurz. Michael Link, ich freue mich auf Ihr Vertrauen.